und bei uns in der Waldstadt. Hinter uns sehen Sie das Theater Die Kreuze. Das einzige Kellertheater Karlsruhes, das hier seit dem 27.10.1967 ansässig ist. Aus einer katholischen Jugendfreizeit heraus wurde das Amateurtheater 1967 von Karl Kaufmann gegründet. Wir stehen hier auf dem ehemaligen Altarpodest einer Notkirche. Aber wir beherbergen auch Mitarbeiter aller Religionen und Nationen. Wer ist Karl Kaufmann? Ja, der ist in den 60er Jahren Weltrekord über 400 Meter gelaufen und hat damit bei den Olympischen Spielen in Rom die Silbermedaille gewonnen. Wir sind ein Verein. Neben der aktiven Mitgliedschaft kann man uns auch finanziell im Förderverein unterstützen. Wenn Sie verstehen, was ich damit meine. Uns Jungkreuze gibt es seit 1968. Ab 6 Jahren kann man bei uns mitmachen. Die größere Gruppe ist für die Altersstufe von 12 bis 16 Jahren. Mit 16 wird man in den Kreis der Altkreuze aufgenommen. Quatsch! Wir Jungkreuze treffen uns alle 14 Tage. Wenn man mitspielt, sind die Proben natürlich etwas häufiger. 2 bis 3 Mal die Woche. Was gibt es sonst noch Wichtiges? All unsere Mitglieder arbeiten ehrenamtlich. Wir verdienen kein Geld dabei. Oha! Wollen wir denen jetzt nicht mal eine Probe zeigen? Oh ja! Auf geht's! Wir müssen jetzt leise sein. Das ist unser Technikhäuschen. Hallo Joshua. Joshua, dein Einsatz. Hallo. Da unten sitzt Marita. Die macht bei den Märchenproben immer die Regieassistenz. Und da ist Larissa. Die macht gerade die Regie. Das Bühnenbild machen wir selbst. Larissa, dieses Mal von vorne, die Theaterleitung. Larissa, sag unseren Zuschauern doch mal, was wir so spielen. Im November bis März spielen wir immer ein traditionelles Märchen für Kinder. Im Mai, Juli spielen wir meistens ein Stück für Kinder ab 3 Jahre. Wir bemühen uns, unsere Produktion so professionell wie möglich darzustellen. Für Erwachsene spielen wir auch, und zwar meistens September, Oktober, April, Mai. Im Jahr haben wir an die 3 Premieren. Und für das Stück im September, für das Erwachsenenstück, engagieren wir auch einen Profi-Regisseur. Und wie viele Stunden probt man für ein Stück? Für unser Märchen proben wir zum Beispiel 90 Stunden allein nur im November. Also es ist ganz, ganz viel Zeitaufwand. Und das ist Marita. Marita, was ist Regieassistenz? Ich unterstütze die Regisseurin bei ihrer Inszenierung. Und was macht dir am meisten Spaß? Die gute Zusammenarbeit mit allen Kreuzen. In den Sommerferien 1967 haben wir das erste gemischte Jugendlager der katholischen Pfarrei St. Hedwig in Kaunerberg durchgeführt. Dort haben wir bereits in den Bergen das Schwammelgericht einstudiert, um es dann im Oktober 1967 beim Elternabend vorzuführen. Und siehe da, es war die Geburtsstunde der Kreuze. Hallo, ich bin die Sabine und ich bin jetzt seit 50 Jahren dabei. Das heißt, ich habe als Teenager angefangen, Theater zu spielen hier. Oh, ich kam 1970 zum Theater Die Kreuze und bin gefragt worden, ob ich den Froschkönig spielen möchte. Was ich bei den Kreuzen so toll finde, das ist, dass Jung und Alt auf der Bühne sind. Bei einer der ersten Vorstellungen wird einen großen Brunnen im Foyer stehen, abgesperrt von einer Schnur, damit die Zuschauer daran nicht rumspielen an dem Brunnen. Dann wurde die Schnur weggenommen, es wurde dunkel, das Stück fing an. Gut, also da erzählen wir mal ein kleines Anekdötchen aus unserem Spieleralltag. Und zwar haben wir vor Jahren oder Jahrzehnten mal hier Bertolt Brecht die Kleinburger Hochzeit gespielt. Wenn die Jungkreuze dann ein Weilchen bei uns sind und es gefällt ihnen, dieses Ergebnis, das finde ich so toll, wie man sieht, wie die Kinder sich entwickeln. Das fängt an, der Tisch ist voll mit der Hochzeitsgesellschaft und die Mutter kommt rein
mit einem Fisch. Und die Prinzessin hat dann irgendwann mal ihre goldene Kugel in dem Brunnen verloren. Ja, und dann kam dann der Froschkönig und hat die Kugel ihr gegeben. Und dann höre ich aus dem Publikum eine Stimme, die da sagte: Wie haben Sie das gemacht hier? Ich habe doch vorhin in den Brunnen reingeguckt und der Brunnen war leer. Wo kommt denn der her? Ja, wie haben wir das bloß gemacht? Hier ist der Kabeljau. Das ist der erste Satz. Und bei einer Vorstellung, der letzten Vorstellung, hat einer von uns, oder ja, ich halt, den Kabeljau mit grüner Lebensmittelfarbe, so ein paar Punkte draufgesetzt und so. Und jeder wusste es am Tisch, nur die Mutter nicht. Wenn Sie auf der Bühne stehen und sich darstellen können oder eben in Ihre Rolle reinschlüpfen, das hilft auch fürs Leben in jedem Fall. Die kommt dann mit dem Fisch rein, packt den aus und sieht diese grünen Flecken da drauf. Ne? Sie konnte ja nichts mehr machen, kommt raus mit dem Fisch und sagt, hier ist der Kabeljau. Ne? Und stellt ihn auf den Tisch und serviert den auch so portionsweise. Und dann flüstert sie immer so, nicht essen, das schimmelt drauf. Ne? Und jeder von uns wusste ja Bescheid. Und, so, ne? Und wir dann volle Pulle reingehauen, ungegessen. Und die war total konsterniert, fix und fertig. Und, so, ne? Und wir, oh, schmeckt das gut. Und, so, ne? Und was macht euch Spaß am Theaterspielen? Die Gruppengemeinschaft ist einfach toll hier. Larissa fühlt echt gut Regie. Mir macht es Spaß, auf der Bühne mit der Kulisse zu spielen. Mir macht es Spaß, einfach zusammen zu sein mit den anderen. Und gibt es auch ein paar Sachen, die ihr nicht so toll findet? Also das Schminken, das Abschminken geht manchmal ein bisschen schwierig, aber manchmal, das geht dann doch weg. Also mir macht eigentlich alles Spaß, ich habe nichts Negatives. Es nervt manchmal, wenn du ständig alles wiederholen musst. Sie haben gesehen, wir befinden uns mitten in den Proben zu unserem Märchen. Das ist unsere Teeküche. Und das ist unser Requisiten- und Kostümlager. Vor vielen Jahren haben wir ein Stück gespielt, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das heißt. Ich habe einen Butler gespielt, der so einen Tick hatte, der immer so gemacht hat. Und dann hat eine Freundin, die schon länger dabei war, gesagt, du komm doch zu uns, du kannst nähen und kannst die Kostüme machen. Ja, und dann ist sie abgesprungen, sie sollte die Frau spielen und hat sie mir aufs Auge gedrückt, die Rolle. Schlussszene war, die Herrschaft war weg und der Butler hat einen Hering gegessen, so von oben. Und das war der letzte Gag. Ferienzeit war. Und nach der Ferienzeit ist das Stück wieder aufgeführt worden. Hat es auch ganz gut geklappt. Und ich habe mir immer diesen einen Satz, vor dem ich immer Angst hatte, den ich auch immer falsch gesagt habe, du sollst die Betten schütteln, damit die Flocken fliegen. Und ich habe immer gesagt, damit die Flicken flogen. Was man mir nicht gesagt hat, ist, dass der Hering, der dafür verwendet wurde, den ganzen Sommer über im Kühlschrank lag. Man hat angenommen, dass ich das auf der Bühne merke und den Hering nicht esse. Das habe ich nicht gemerkt. Ich habe den Hering eben gegessen. Naja, alles Weitere kann man sich denken. Und beim zweiten Mal habe ich eine Kammerfrau gespielt, die so ein bisschen schwer von Begriff war. Die hatte im Text immer wieder den Satz, ach, das habe ich ja gar nicht gewusst. Die war also jedes Mal was erstaunt. Dass die Kinder vorne in der ersten Reihe schon gesagt haben, oh die. Und zum Schluss haben wir uns dann alle von den Kindern verabschiedet, so in Reihe und Glied, jedem die Hand gegeben. Da zupft ein kleiner Junge den König am Gewand und sagt, Herr König, ja, was ist denn? Sag mal, ist die Kammerfrau wirklich so blöd oder tut die bloß so? Und das ist unser Schminkraum. Ziehen wir uns um. Fragen wir doch mal ein paar Verantwortliche, was hier so abgeht. Das ist Sabine. Sie macht die Bühne, spielt aber auch. Sabine, du bist von Anfang an dabei. Warum heißen die Kreuze die Kreuze?
Weil es in der Waldstadt Käuze gibt und heute hört man sie auch manchmal noch. Wir gehen jetzt mal hinter die Bühne. Dass das hier mal eine Notkirche war, sieht man daran, dass hier noch die Wand vom Beichtstuhl von damals ist. Habe ich mir sagen lassen. So, und hier geht es auf die Bühne. Während der Vorstellung sieht es hier natürlich anders aus. Wir hoffen, wir konnten Ihnen einen kleinen Einblick verschaffen. Sie dürfen sich gerne unsere Stücke einmal ansehen. Toll finden wir natürlich auch, wenn Sie bei uns mitmachen wollen. Jederzeit. Na dann, auf Wiedersehen.